Ich grüße dich, junges Kainskind. Du willst deine Nächte also in einer Domäne der Camarilla bestreiten? Gut, aber mach dir dabei einige Punkte bewusst. Die Camarilla ist sicherlich nicht die Gruppe der vampirischen guten Mädels und Jungs. Es gibt nichts Gutes, Wahres oder Nettes an der Camarilla. Die Camarilla existiert nicht, um die Menschheit vor den Vampiren zu schützen. Sie ist dazu da, um die sicherste und profitabelste Existenz sicherzustellen, die für ihre Mitglieder möglich ist. Die Vorsorge, die Camarilla trifft, um nicht aufzufallen, ist genau das gleiche Bemühen, das ein Wolf unternehmen würde, um seine Anwesenheit unter den Schafen zu verbergen. Die Traditionen sind das Gesetz der Camarilla. Es gab sie in gewisser Weise schon lange vor der Gründung der Sekte. Einige Ahnen glauben, Kain selbst habe sie an seine Kinder weitergegeben. Letztlich spielt es aber keine Rolle. Die Traditionen existieren und funktionieren seit Jahrhunderten. Von allen Neugeborenen der Camarilla wird erwartet, die Traditionen auswendig zu lernen und zu verstehen. Unkenntnis ist keine Entschuldigung, wenn es um die Verletzung dieser Gebote geht. Die Gesetze sind absolut. Jede Verletzung wird mit schneller und strenger Bestrafung geahndet. Oder auch nicht, denn es sind die kleinen Fehler, die das Unleben in der Camarilla so interessant machen können. Denn du bist durch einen Fehltritt schneller von einem Ahnen abhängig, als du glaubst. Deshalb solltest du die nachfolgenden Traditionen verinnerlichen. Die Maskerade ist das Herz der Camarilla. Das Vampire real sind, muss vor den Sterblichen verborgen werden. Verletzungen dieser Tradition werden mit dem Tod, wenn nicht gar Schlimmerem, bestraft. Von jedem Vampir der Camarilla wird erwartet, dass sie oder er auf Verletzungen der Maskerade achtet und jeden Bruch verhindert. Wird eine Verletzung der Maskerade nicht verhindert oder gemeldet, so ist das fast so schlimm, wie die Tradition selbst zu brechen. Die Camarilla nimmt die Maskerade ernst. Daher gehen Sheriffs und deren Mitarbeiter ständig den winzigsten Hinweisen nach und sorgen für die Aufrechterhaltung dieser Tradition. Während die anderen Gesetze der Camarilla gelegentlich lockerer ausgelegt werden, bleibt diese erste Tradition stets unverletzlich. Die Bedeutung der Tradition hat sich in der Moderne gewandelt. Einst bedeutete Domäne das gleiche wie Territorium. Das war in Nächten richtig, als Kainskinder noch spärlich waren und jeder Blutsverwandte eine eigene Stadt für sich hatte. Die Dinge haben sich aber geändert. Jetzt leben in den Städten im Extremfall bis zu 100 Kainskinder. Daher hat sich auch die Bedeutung der Domäne gezwungenermaßen gewandelt. Theoretisch ist noch immer die gesamte Stadt die Domäne eines Prinzen. Er hat aber die Möglichkeit, die kontrollierten Gebiete aufzuteilen, von einzelnen Wohnblöcken bis hin zu ganzen Vororten oder Stadtbezirken und sie durch Kainskinder seiner Wahl beherrschen zu lassen. Während der Prinz immer noch die allgemeine Autorität besitzt, sind diese kleineren Gebiete eine Mischung aus Lehen und kontrollierten Jagdgebiet für Vampire, die das Glück haben, sie zu erhalten. Natürlich sind diese Kainskinder dafür verantwortlich, die Gesetze der Stadt in ihren Domänen aufrechtzuerhalten. Also gehört zu einer Domäne auch Verantwortung und nicht nur Autorität. In den heutigen Nächten erfuhr das Konzept der Domäne eine gewisse Wandlung. Der Begriff pflegte sich auf Grundbesitz zu beziehen, aber in den vergangenen 100 Jahren wurde das Wort Domäne auch öfter auf Industrien angewandt. Hunderte von Kainskindern erklärten Softwarefirmen, Stahlunternehmen, Schwerindustrie, Exportunternehmen und andere Gewerbezweige zu Domänen. Die meisten Ahnen geben sich damit zufrieden, dass ihre Kinder solchen Eintagsfliegen hinterherjagen. Aber ein paar machen sich Sorgen darüber, welche Art Macht den jüngeren Kainskindern damit zufällt. Eines der schwierigsten Probleme, denen sich die Camarilla gegenüber sieht, ist ihre Mitgliederzahl. Vampire zeugen weitere Kainskinder und Bevölkerungskontrolle ist eine ernstere Angelegenheit als unter den Sterblichen. Denn zu viele Vampire in einer Stadt gefährden die Maskerade und machen die Jagd schwierig. Andererseits ist bei zu wenigen Vampiren die Stadt einem Angriff ausgeliefert. Daher will ein Prinz wissen, wie viele Kainskinder es in seiner Stadt gibt und wem sie Gefolgschaft schulden. So entstand die dritte Tradition. In der Camarilla ist das Recht, Nachkommen zu zeugen, einer der wertvollsten Gefallen, die ein Prinz anbieten kann. Solange er dieses Recht kontrolliert, hat der Prinz einen nicht enden wollenden Strom von Kainskindern, die um seine Gunst buhlen. Die Bewilligung von Nachkommen ist deshalb eines der mächtigsten Werkzeuge, die ein Prinz zur Verfügung hat, um sich die Loyalität seiner Untertanen zu sichern. Weise Prinzen setzen die dritte Tradition brutal durch, denn das bedeutet, dass der Prinz genau weiß, wie viele Kainskinder sich in seiner Stadt aufhalten, wer sie gezeugt hat und zu welchem Clan sie gehören. Das gibt dem Prinzen nicht nur eine genaue Einschätzung der ihm zur Verfügung stehenden Ressourcen, sondern auch ein Bild über die Demografie der Stadt und ob die Dinge zugunsten von einem seiner Rivalen aus dem Gleichgewicht geraten.
Einen Sterblichen auszuerwählen und in die Welt der Camarilla einzuführen, ist ein enormes Risiko. Jeder Neugeborene hat das Potenzial, durch einen spektakulären Schnitzer die Maskerade zu brechen. Daher ist der Erzeuger eines neuen Vampirs für alle Handlungen seines Kindes verantwortlich. Jede Strafe, die auf das Benehmen oder die Taten des Kindes zurückzuführen ist, trägt der Erzeuger. Besonders ältere Prinzen nehmen diese Tradition sehr ernst, sodass sich die Untertanen ihre Nachkommenschaft sorgfältig auswählen. Wenn der oder die Neugeborene die Traditionen verinnerlicht hat, gibt es ein Treffen mit dem Prinzen, meist öffentlich im Rahmen eines Elysiums. Nach dieser Präsentation wird der neue Vampir in der Gesellschaft der Camarilla als Erwachsener behandelt. Vorausgesetzt natürlich, der Prinz hat den Neugeborenen für würdig befunden. Sie oder er ist nun selbst für sich verantwortlich. Wenn die oder der Neugeborene durchfällt, sind die Konsequenzen sowohl für ihn als auch für seinen Erzeuger hart. Verbannung ist die gebräuchlichste Bestrafung. Raubtiere sind zueinander immer besonders höflich. Gesellschaftliche Manieren verhindern, dass sie sich gegenseitig zerfleischen, wenn sie aufeinandertreffen. Außerdem gestatten sie es ihnen, tiefere Beziehungen aufzubauen als nur das simple Töte- oder Werde-getötet-Spiel. Die fünfte Tradition ist ein perfektes Beispiel für diese Art von gesellschaftlicher Pufferzone, weil sie Kainskindern gestattet, das Territorium eines anderen zu betreten, ohne dass es sofort zum Konflikt kommt. Auf ihrer einfachsten Stufe ist die fünfte Tradition einfach ein Gebot für alle Fremden, die in eine Stadt kommen, sich dem Prinzen vorzustellen. Die Präsentation kann viele Formen annehmen, von einer einfachen Begrüßung bis zum Rezitieren der eigenen Abstammung. Indem er einen Vampir akzeptiert, gewährt ein Prinz die Erlaubnis, in seiner Stadt zu bleiben, zu wohnen und zu jagen. Indem er sich vorstellt, erkennt der Vampir die Autorität des Prinzen an. Mehr und mehr Vampire umgehen oder ignorieren die fünfte Tradition. Manche glauben, dass jede Art von erzwungenem Erscheinen auf Geheiß des Prinzen eine reine Schikane ist. Andere wollen einfach die prinzliche Autorität in keiner Weise, Art oder Form anerkennen. Indem er sich jedoch weigert, sich vorzustellen, wird ein Vampir zu einem Gesetzlosen. Damit begibt er sich aus der Gerichtsbarkeit des Prinzen und in die des Sheriffs oder der Geißel, meist mit schlechtem Ausgang. Gemäß der ältesten bekannten Lesart dieser Tradition gewährt die sechste Tradition einem Erzeuger das Recht, einen oder alle seiner Nachkommen zu vernichten. Unter der Schirmherrschaft der Camarilla hat sich der Prinz im Laufe der Jahrhunderte bemächtigt, über Leben und Tod all seiner Untertanen zu entscheiden. Er kann dieses Recht aber nicht allzu unbekümmert ausüben, wenn er nicht einen Putsch riskieren will. Aber durch das Mittel der Blutjagd kann ein Prinz dennoch jedes Kainskind in seiner Domäne zum Tode verurteilen. Es ist Erzeugern aber noch immer gestattet, ihre Kinder vor deren Präsentation zu vernichten, aber ansonsten ist das Töten von Blutsverwandten in den Domänen der Camarilla streng verboten. Jedes Kainskind, das versucht, das Privileg des Prinzen an sich zu reißen und das Unleben eines anderen Vampirs zu beenden, wird sich selbst als Ziel einer Blutjagd wiederfinden. Sogar Erzeuger, die versuchen zurückzufordern, was einst ihr Geburtsrecht war, stellen fest, dass ihnen ihr altes Recht verweigert wird. Sobald ein Neugeborener präsentiert worden ist, gehört er der Stadt und nicht mehr dem Erzeuger. Erschaffung und Vernichtung sind die zwei mächtigsten Waffen, die ein Prinz besitzt, und er hütet sie eifersüchtig. Wenn du mehr über die Camarilla, die Kainskinder und die Welt der Dunkelheit wissen willst, dann besuche den Ahnen Locke spielt Vampire regelmäßig, denn er kennt viele Geheimnisse der Kainskinder.